Ich bin ein Haufen Scheiße, klagte mir in diesen Tagen ein Jugendlicher. Es hat mich sehr betroffen gemacht, dass dieser junge Mensch so ein Bild von sich hat. Und es wundert mich nicht, dass er auch immer wieder depressive Phasen hat, wie er mir gesagt hat. Denn mir scheint, es ist wohl klar, wenn ich so ein Bild von mir habe, dann ist es selbstverständlich, dass ich auch immer mich wieder bedrückt fühle. Ich habe mich gefragt, was könnte diesem jungen Menschen helfen? Sind es Medikamente? Oder vielleicht ein psychologisches Beratungsgespräch, das ihm hilft, besser über sich zu denken? Mich unterstützt hier zum Beispiel der Glaube. Wenn ich zum Beispiel die biblischen Wahrheiten meditiere und sie verinnerliche, dann hilft mir das, mein Selbstwertgefühl zu steigern. Ich denke da an den Evangelisten Johannes, der mir klar macht, dass ich nicht ein Haufen Scheiße bin, sondern dass ich wertvoll bin, weil Gott Ja zu mir sagt. Und der Evangelist drückt diese Zuwendung Gottes zu uns Menschen so aus, er sagt, Gott sendet uns seinen geliebten Sohn, er schickt uns seinen Sohn und er nimmt auch dafür in Kauf, dass dieser Sohn gequält und getötet wird. Dass ich, dass du, dass wir wertvoll sind, weil Gott zu uns Ja sagt, das drückt für mich Johannes so aus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingab.